Hallo, jetzt ist sie wieder sauber, aber wir haben sie 2 Tage lang ordentlich rangenommen, die neue Norden 901 Expedition. Und damit herzlich willkommen zur Präsentation genau dieses Bikes. Die Husqvarna Norden 901 ist ja schon bekannt, aber jetzt gibt es die Husqvarna als Expedition und ihr ganz großes Plus ist natürlich ein komplett neues Fahrwerk. Sowohl die Gabel als auch das Federbein basiert jetzt auf dem WP Explore Fahrwerk und das hat sowohl auf der Straße als auch im Gelände definitiv was zum Nachlegen. Die Explorer Gabel hat jetzt 240 mm Federweg und damit ganze 20 mm mehr als an der Standard Norden. Das merkt man ganz besonders im Gelände und man kann wirklich sagen, diese Gabel kann, außer man ist jetzt eine ganz große Dakar Crack, definitiv immer mehr als der Fahrer, sowohl im Gelände als auch auf der Straße. Auf der Straße haben sie es jetzt hier ganz weich abgestimmt gehabt, damit wir gut durchs Gelände kommen. Hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Druckstufe gewünscht, aber ist voll einstellbar und dementsprechend kein Problem. Leicht über den Ständer ziehen, oben an der Gabel ein bisschen mehr Druckstufe reindrehen, passt perfekt. Denn die Bremse ist wirklich eine außerordentlich gute Sportbremse, also man kann auch auf der Straße richtig gut reinbremsen. Schön dosierbar und im Gelände packt sie dann dementsprechend auch zu. Was dann wiederum über die Elektronik gut geregelt wird. Denn es gibt 4 verschiedene Fahrmodi, verschiedene ABS-Abstimmungen dementsprechend, Offroad, Aus oder eben Street. Und das hat uns wirklich sehr gut gefallen. Auch im Gelände, über Bremsen war selbst für, sagen wir mal, keinen so einen erfahrenen Offroader wie mich überhaupt kein Problem. Also auch Bergabpassagen mit tiefen Rinnen lässt sich wirklich sauber abfangen, das Motorrad, und gut durch die über die Wege leiten, auch wenn es mal einen tiefen Sand hatte. Das hatten wir hier nämlich auch. Ja, die Husqvarna-Leute haben uns hier einiges abverlangt, 2 Tage lang Offroad. Zum Teil wirklich sehr, sehr tief ausgewaschene Rinnen, große Steine, über die wir drüber mussten, hat die Norden alles ganz gut weggesteckt. Und auch ein Vorteil der Expedition ist natürlich der ausgezeichnete Motorschutz. Und den haben wir schon das eine oder andere Mal gebraucht dieses Mal. Ebenfalls Serie an der Expedition-Ausführung von der 901 Norden sind die Taschen mit der Gepäckbrücke. Die hat uns erlaubt, auch ins Camp zu fahren, dementsprechend Klamotten für eine Abendveranstaltung mitzunehmen. Und das Motorrad ist einfach auch grundsätzlich ganz gut ausbalanciert. Dementsprechend kann man auch mit ordentlich Gepäck durchs Gelände fahren. Und wie gesagt, hier war einiges los, haben uns einiges abverlangt. Und das hat eigentlich ganz toll funktioniert. Auch ein Benefit. Vielleicht muss man hier und da noch ein bisschen nachlegen an der einen oder anderen Naht. Aber ansonsten kann man nicht meckern. Groß viel Stauraum hat man auch dementsprechend dabei. Und ist eigentlich das perfekte Reisemotorrad. Passt einfach. Wirklich gut gefallen hat mir auch die verstellbare Sitzbank. Die ist nämlich jetzt hier bei der Norden Expedition nicht nur komplett beheizt, sondern auch höhenverstellbar. Und auf der Straße war es einfach schön, die Sitzbank nur mit einem Handgriff nach oben zu setzen. Im Gelände, dadurch, dass durch das neue Fahrwerk die Norden auch noch an Bodenfreiheit gewonnen hat, sollte man aber dann schon über die nötige Beinlänge verfügen, denn eine oder andere abschüssige Abfahrt und dann anhalten müssen, wird dann zur Aufgabe, denn es ist doch relativ hoch dann das Motorrad. Aber eigentlich das, was man erwartet. Auf der Straße hat es wunderbar funktioniert. Für die perfekte Ergonomie, ich bin 1,83, haben wir den Lenker noch nach oben gedreht, dementsprechend dann im Stehen durchs Gelände fahren, war eigentlich perfekt. Gut gefallen hat mir auch die Elektronik. Auch die Menüführung ist sehr, sehr logisch. Ganz toll sind auch zu spüren die unterschiedlichen Fahrmodi, dann natürlich auch das Ansprechverhalten über den Gasgriff, das Ride-by-Wire. Es gibt zum Beispiel einen Rally-Mode, der ist sehr, sehr aggressiv. Also es ist eher was auf Sandpisten, wenn man so richtig schön dahin driften will und mit dem Hinterrad spielen. Dementsprechend kann man dann auch beispielsweise über den Explorer-Modus die Traktionskontrolle ganz einfach am Lenker abstimmen.
Am besten hat mir eigentlich gefallen das Street-Ansprechverhalten auch im Gelände, weil es eben sehr, sehr linear funktioniert und man weiß dann gleich, was jetzt als nächstes passiert, was das Motorrad macht und ist dann wirklich schön durchs Gelände zu dirigieren. Auch ein Benefit, vor allen Dingen auf den schnellen Passagen, wenn man dann sich auch mal zur Erholung wieder hinsetzen kann, war das hohe Windschild. Das hat eigentlich wirklich gut funktioniert mit dem Durchbruch. Hier verhindert es dementsprechend Verwirbelungen hinter dem Windschild und auch davon konnten wir uns überzeugen, dass das ganz gut funktioniert. Alles in allem, wenn ich jetzt vor der Wahl wäre, die 901 Expedition oder die Standard zu nehmen, ich würde mich tatsächlich für die Expedition entscheiden. Warum? Husqvarna sagt, dass die Standard etwa 70% Straße, 30% Gelände ausgelegt ist. Und das ist mit der Erfahrung, die wir jetzt hier gemacht haben, mit dem Motorrad, mit der ganzen Ausstattung, vor allen Dingen mit dem Fahrwerk, definitiv so, dass diese 50-50, die sie hier für die Expedition in Anspruch nehmen, kann man Haken dahinter machen. Das ist wirklich ein tolles Motorrad. Eigentlich, das verhindert jegliches Limit. Also ich kann auf der Straße wirklich toll fahren. Es ist schön ausgebalanciert und im Gelände einfach ein Traum. Auch durch diesen Zweizylinder, der hat genug Punch. Spricht sehr schön an. Ja, was will man eigentlich mehr? Ich bin ganz, ganz arg gespannt auf die Vergleichstests, denn jetzt haben wir tolle Offroad-taugliche Abenteuer-Enduros in Hülle und Fülle eigentlich von jedem Hersteller. Mit der Expedition ist Husqvarna ganz, ganz sicher ganz, ganz vorn dabei. Wir werden es bald rausfinden, wo natürlich bei Motorrad.